Dann kommen wir jetzt zum nächsten Talk, Anton, über Testen. Genau. Dann schieß los. Also das Ganze ist inspiriert von zwei Talks, die ich am Chaos Communications Kongress gesehen habe. Welche beiden das sind, erzähle ich euch später. Aber ich fange einmal an damit, wozu eigentlich wir testen. Und zwar eben die Frage ist, tut die Software das, was wir von ihr wollen? Und das Testen ist eigentlich noch immer die Art, wie das normalerweise wir uns dessen irgendwie eine gewisse Sicherheit erarbeiten, dass sie das tut, was wir wollen. Aber eben, es gibt da den alten Spruch, dass Testen die Abwesenheit von Fehlern nicht beweisen kann. Und normalerweise wird der Spruch in umgekehrter Reihenfolge gebracht, aber ich sage eben, immerhin kann er die Anwesenheit von Fehlern beweisen und das ist einmal eine gute Grundlage für Debugging. Es gibt Testen ist ein Thema, das meines Erachtens unterbelichtet wird, sowohl von der akademischen Informatik als auch in der Forth-Community. Und ich denke, das hat dieselben Gründe, also oder ähnliche Gründe. In der Forth-Community oder überhaupt bei allen Cowboy-Programmierern ist halt so der Gedanke, wir machen keine Fehler, also brauchen wir auch nicht testen. In der akademischen Informatik, da denkt man sich, ja, okay, wir wissen, dass die blöden Programmierer Fehler machen, aber das Testen eben die Abwesenheit von Fehlern nicht beweisen kann, ist es eh sinnlos und wir wollen deswegen lieber formal beweisen. Das einzige Problem ist, das formale Beweisen ist auch nicht so das Wahre, weil man benötigt eben eine formale Spezifikation dafür und das hilft halt nicht, wenn man einen Fehler in der Spezifikation hat. Und das andere Problem ist, dass formales Beweisen sehr aufwendig ist. Dann gibt es noch ein weiteres ewiges Streitthema, eben Testen oder statisches Type-Checking. Also es gibt da Leute, die schwören auf statisches Type-Checking. Die Forfer sagen ja, wir brauchen das nicht, weil wir testen ja. Und dann sagen die anderen wieder, na, aber wir machen statisches Type-Checking und testen. Aber meine Erfahrung ist, das, was man die Zeit, die man ins eine reinsteckt, die lässt man halt beim anderen sozusagen eher aus. Also es ist tatsächlich eher ein Oder als ein Und. Gut, aber das ist sozusagen mal die Motivation oder so. Aber kommen wir dazu, wie das Testen eigentlich vor sich geht. Die Grundlage ist eben, wir haben Testinputs. Wir haben eben unser Programm, das wir testen wollen. Da haben wir eben dann Testinputs, die wir dem Programm eingeben. Und dann haben wir für jeden Testinput einen zugehörigen erwarteten Output. Oder also der erwartete Output ist eben ganz genau ein bestimmter Output, den wir haben wollen. Aber oft haben wir nicht einen ganz konkreten Output, sondern nur eine gewisse Erwartung an die Outputs. Also Beispiel ist, wenn wir einen Stack-Effekt haben, dann wollen wir nicht unbedingt den konkreten Wert auf dem Stack am Ende haben, sondern nur, wie viele Werte am Stack sind oder solche Dinge. Also das wäre eine Erwartung an die Outputs. Gut. Also, was gibt es da für Methoden zum Testen? Eben, wie gesagt, mein Eindruck ist, dass das Testen in der Forth-Community unterbelichtet wird, wie ganz allgemein. Also, ich bin niemand, der Thinking Forth auswendig kennt, aber zumindest wurde mir bisher nicht so oft mit Thinking Forth Themen zum Thema Testen wurden mir da Zitate um die Ohren gehauen. Also entweder kommt es dort nicht vor oder diese entsprechenden Teile werden halt nicht gerne zitiert, weil es unterbelichtet ist.
Also, mein Eindruck ist, wenn der Fourth Community über Testen geredet wird, dann wird eigentlich ist so die Vorstellung, man tippt einfach das Wort mit irgendeinem Input auf der Kommandozeile ein und dann schaut man sich den Output an und schaut, ob das irgendwie ein plausibler Output ist oder nicht. Ich weiß nicht. Anton, nimmst du Fragen entgegen während dem Vortrag oder erst nachher? Ihr könnt gerne währenddessen, ich sehe noch nicht, Ja, ob irgendwer gehand gibt. Frage aus dem Twitch-Chat. Wie beweist man denn, dass der formale Beweis fehlerfrei ist? Also, wenn bei den formalen Beweisen ist es so, die laufen eben so, man hat eine formale Spezifikation, das kann man sich irgendwie als eine mathematische Formel vorstellen, dann arbeitet man eben mathematischen Methoden möglichst automatisiert, damit es eben, wenn der Beweiser zumindest fehlerfrei ist, dann eben diese ganzen Schritte auch fehlerfrei sind. Und am Ende hat man eben bewiesen, dass eben das Programm der Spezifikation entspricht. Wobei, also das ist so, wie man in den 70er Jahren sich das vorgestellt hat. Heutzutage gibt es da ganz andere, also gibt es noch gewisse andere Methoden, Model Checking und alles Mögliche. Ich bin da kein Experte, aber von den Leuten, die in der Richtung arbeiten, die haben seit den 70er Jahren viel weitergebracht. Aber es ist letztendlich noch immer das Problem eben mit der formalen Spezifikation. Da man muss einmal das, was man will, dass das Programm eigentlich tun soll, irgendwie formal ausdrücken. Und da hat man eben das eigentlich ein ganz ähnliches Problem wie beim Programmieren. Man muss zwar nicht ganz genauso viel tun wie beim Programmieren, aber es ist nicht viel weniger. Also das ist das Hauptproblem dabei. Und es ist auch etwa genauso fehlerbehaftet wie das Programmieren selber. Ja, also ziemlich ähnlich, ja. Ja, also es kommt auch auf die Programmiersprache drauf an. Wenn du also ein Prolog programmierst, dann programmierst du sehr ähnlich zu so einer Spezifikation. Wenn du natürlich in Assembler so programmierst, dann musst du vielleicht mehr schreiben. Da lohnt sich dann vielleicht die Sache formal zu verifizieren, was du da geschrieben hast. Aber wenn du eine anständige Hochsprache hast, schreibst du nicht viel mehr wie in der formalen Spec. Ja, wobei natürlich also wenn du jetzt zwei unabhängige Teams hast, die das Spec schreiben und das Programm schreiben, dann hättest du theoretisch noch die Möglichkeit eben, dass die nicht dieselben Fehler machen. Ja, das hatten wir bei der NASA mal ausprobiert und die machen, wenn man drei, vier Teams dasselbe machen lässt, dann sind die Fehler relativ ähnlich oder an den gleichen Stellen zumindest. Wenn man die gleichen Denkfehler macht. Ja. Aber dieser Ansatz hat noch ein anderes Problem, weil man kann dann üblicherweise so unabhängig entwickeltes Programm und unabhängig entwickelte formale Spezifikation kann man nicht in Übereinstimmung bringen. Also da kann man den formalen Beweis noch nicht durchführen, weil an irgendeiner Stelle sind die einfach nicht gleich Ja. oder passen die nicht zusammen. Also oder es ist von den formalen Schritten her schwierig. Also auf diese Weise geht es auch nicht. Aber es gibt durchaus Dinge, die in der Richtung gehen. Und ein Musterbeispiel dafür, was geht, ist, dass Microsoft seit längerer Zeit, also ich glaube seit fast 20 Jahren oder so, arbeiten die mit Model Checking um bestimmte Eigenschaften von Treibern formal zu beweisen. Das sind relativ einfache Eigenschaften, also keine volle, also auf jeden Fall keine vollständige Spezifikation, aber zumindest können sie für bestimmte Treiber dann irgendwie beweisen, dass die keine Deadlocks haben oder sowas von der Sorte. Also was mit diesen formalen Sprachen oder Systemen mit den formalen Beweisern immer sehr gut geht, ist bei der Hardwareentwicklung zu beweisen, dass der Code, den das Synthesizer produziert hat, dem Source Code vom Verilog entspricht. Das ist eine Routine-Sache, das macht man, um Fehler im Synthesevorgang zu finden.
Das geht gut, weil ursprünglich war das ja auch Verilog, sollte es so eine formale Beweissprache werden. Also nicht eine Implementierungssprache. Ist dann aber eine Implementierungssprache geworden, wo die Tools schon fertig waren. Praktisch. Und die Tools benutzt man jetzt. Also mein Vater hat in den 70er Jahren schon gesagt, wo das aufkam und wo er noch an Großrechnern gearbeitet hat, wenn man sowas macht, soll man halt gleich einen Compiler für diese Sprache schreiben. Und das hat man dann auch für einige von diesen Sprachen tatsächlich eben gemacht, wie für Verilog. Also Verilog war eine Sprache, die als formale Spezifikationssprache entworfen wurde. Deshalb heißt sie so. Verify Logic. Okay, gut, kommen wir wieder zurück zum Testen. Also eben interaktives Testen, also eben mein Eindruck, was so in der Forth-Community klassischerweise so unter Testen verstanden wird, ist, dass man einfach direkt interaktiv eintippt. Eben, man hat eben gerade ein Wort programmiert, man will jetzt die Überprüfung, dass das tut, was man. Was man sich denkt, man gibt halt einen Input für das Wort ein, was einem so gerade einfällt und schaut sich an, was der Output ist und überprüft, ob das irgendwie plausibel ist. Problem bei der ganzen Geschichte ist, das ist teuer zu wiederholen, wenn ich den Code ändere, eben wie wir bei Erich Welde gesehen haben. Da haben wir ja zwei verschiedene Implementierungen von dem D0 größer gehabt. Da gibt's eben, müssten wir beide eben auf dieselbe Art eben testen oder so. Das wäre nicht so toll. Das andere Problem ist die Nachvollziehbarkeit. Was wurde da eigentlich getestet? Man könnte sich irgendwie das, was man getippt hat und das, was rausgekommen ist, dann in einem Log speichern. Das wäre eine Möglichkeit, aber mein Eindruck ist, dass das klassischerweise nicht gemacht wurde. Wenn ich mich irre und da total tolle Testmethodologien es gibt in der Forth-Community, dann und die vielleicht sogar schon im Thinking Forth drinnen sind, dann lasst es mich wissen. Gut. Nächstes Ding, was wir tatsächlich schon in der Forth-Community verwenden, es gibt eben den ACE-Tester, also und da diese T-geschwungene, also im Prinzip ist das die ACE-Tester-Syntax nur ein bisschen noch eine Variation, die ursprüngliche ist nur mit geschwungenen Klammern und ohne die T's, aber im Prinzip läuft das so. Man hat eben hier am Anfang Inputs, dann eben das Wort, das man testen will, und dann kommt ein Pfeil und dann kommen die Outputs. Hier habe ich eben die sechs Tests, die für das Wort Slash oder auch Slash F, also das ist Float, also Division mit Runden Richtung minus unendlich in GForth vorhanden sind. Zunächst einmal haben wir eben drei Varianten für verschiedene Kombinationen von Vorzeichen. Und das ist etwas, wo eben es einen Unterschied gibt zwischen Float-Division und eben symmetrischer Division. Deswegen wird das ganz genau eben getestet. Und dann gibt es eben noch in, na, was habe ich da gemacht? So, dann haben wir noch zusätzlich drei Varianten, die damit zu tun haben, wenn wir in einer Column Definition durch eine Konstante dividieren, dann wird das in GForth optimiert. Und um zu überprüfen, ob die verschiedenen Optimierungsfälle tatsächlich das tun, was man sich erwarten, haben wir hier eben noch zusätzliche Testfälle eingebaut. Und zwar eben einen, wo durch eine Zweierpotenz dividiert wird, durch eine positive, einen, wo durch eine Nicht-Zweierpotenz dividiert wird, weil da wird anderer Code erzeugt.
und einer, wo durch eine negative Zahl dividiert wird, da wird nicht optimiert. Und diese drei Fälle haben eben alle verschiedene Pfade durch den Code und deswegen habe ich da eben auch verschiedene, also mehrere Testfälle dafür eingebaut. Ja, also so, und wir sehen eben hier, das Blaue sind eben diese die Inputs und das Grüne sind die erwarteten Outputs. Und das ist eben, das sind sogenannte Unit-Tests. Die Unit, die überprüft wird, ist das /F. Und man kann sie gleichzeitig als Regressionstests verwenden. Also das Zeug wird jedes Mal aufgerufen, wenn wir GFOF bauen, damit, wenn wir eben das /F irgendwie an der Implementierung was ändern, damit das dann wieder überprüft wird, ob das noch immer so tut, wie es bisher getan hat. Gut, nächster Punkt eben, und da kommen wir dorthin, wo ich zu meiner Inspiration, nämlich auf dem Chaos Communications Kongress gab es eben zwei Vorträge, die Fast Testing gezeigt haben. Und was ist das überhaupt? Ursprünglich kommt das daher, dass jemand eben in Unix-Tools zufällige Inputs reingeschickt hat und eben draufgekommen ist, da sind jede Menge Bugs aufgetaucht, die man bisher noch nicht gekannt hat. Dann ist das irgendwie lange, habe ich davon nichts mehr gehört. Und dann kam irgendwie vor 10 Jahren oder so, wurde das auf einmal relativ wieder aktiv, nämlich dass man es nicht nur mit irgendwie Command-Line-Programmen verwendet, sondern eben auch für im Prinzip Unit-Tests, dass man eben mehr oder weniger zufällige Inputs in diesen den Wörtern oder unter Funktionen oder so gibt, die man eben haben will. Man spezifiziert oder man hat irgendwelche Erwartungen an Outputs. Man sagt dann nicht für die zufälligen Inputs genau diese Outputs, also im Normalfall nicht, genau diese Outputs wollen wir haben, aber es gibt da so Erwartungen und ich komme da gleich hin, was für Erwartungen wir haben. Und der Vorteil bei dem Ganzen ist, dass die Kosten pro Testfall viel geringer sind, weil, oder hoffen, ja, hier habe ich 6 Testfälle gehabt, die jeder, ich weiß nicht, eine Minute Hirnschmalz gekostet haben oder so, da kann ich Millionen Testfälle machen. Und die Hoffnung ist, das wird vermutlich mehr als diese 6 Minuten Hirnschmalz kosten, aber die Hoffnung ist, dass ich auch mehr Bugs finden kann. Also ein Beispiel ist diese Bugs von dem D0 größer, könnte man vielleicht eher mit Fast-Testing finden. Also die sind ja jahrelang unbeachtet geblieben. Mit Fast-Testing hätte man die vielleicht gefunden. ja, und es gab eben 2 Vorträge auf dem Chaos Communications Congress. Einer von Mike Sperber. Und der hat sich im Rahmen von seiner funktionalen Programmiersprache sowas Haskell-artigen präsentiert. Und ganz anders ist eben der Vortrag von Nspace und Ganymo. Die haben da mit Binaries herumgearbeitet, wo sie auch wirklich sehr low-level, also Ebene damit gearbeitet haben. Also irgendwie ist Mike Sperber sehr hochlevelig und der andere Vortrag ist sehr low-level-mäßig. Also der zweite ist vielleicht eher relevant für Forf, aber der von Mike Sperber ist auch relativ interessant. Und Mike Sperber kann auch sehr gut vortragen, also kann ich durchaus empfehlen, sich den Vortrag vielleicht mal anzuhören. Gut, also, aber was hätten wir da jetzt? Wie würden wir die beiden Teile vom Testing für Fast-Testing machen? Also
wenn ich jetzt nicht gerade so ein Command-Line-Programm habe, sind vollständig zufällige Inputs nicht so sinnvoll. Wenn ich zum Beispiel einem Wort eine Speicheradresse übergebe, wenn ich da irgendeine Zufallsspeicheradresse übergebe, dann kriege ich immer nur eine Exception und kann die interessanteren Bugs in dem Wort nicht finden. Also sinnvollerweise sollte man dann schon irgendwie etwas besseren Input-Datengenerator produzieren. Und eine Sache, die es gibt, die manche von den Fast-Testern verwenden, ist, dass sie eben Input so generieren, dass sie verschiedene Pfade ausführen. Also und zwar nämlich, sie fangen an mit einem zufälligen Input und beobachten dann, welche bedingten Sprünge und so ähnliche Dinge im getesteten Wort vorkommen. Und dann ändern sie den Input so, dass eben ein bedingter Sprung eben anders ausgeführt wird und variieren die Inputs halt passend. Und die Frage ist, wie kriege ich das in Forf hin? Also ich habe mir ich habe das vor längerem mal gelesen, wie die das machen. Ich habe das jetzt nicht mehr im Kopf. Vielleicht gehen diese Methoden ja auch in Forf, aber eben vielleicht fallen euch ja noch gute Dinge ein. Also vielleicht hat man ja in Forf noch Möglichkeiten, die es in anderen Sprachen nicht oder nicht so leicht gibt. Also deswegen ist es da in Rot, weil das ist eben eine offene Frage für mich zumindest. So. Ja, in CFAS haben wir ja inzwischen ein Code-Coverage-Tool. Das heißt, wir können das tatsächlich auch beobachten, was da passiert. Genau, also daran hatte ich auch gedacht, dass man da zumindest, man kann da irgendwas mit diesen Methoden, die auch in dem Coverage-Tool drinnen sind, kann man eben solche Dinge beobachten. Aber wie man jetzt von der Beobachtung zurück zum Input kommt, das ist dann noch ein bisschen kniffliger. Aber da kommt man sich auch noch auf was drauf. Also die anderen haben das irgendwie auch hingekriegt. Jo, Erwartungen an die Outputs. Und zwar, was mir dann bei den beiden Talks da aufgefallen ist, dass oft relativ grobe Überprüfungen ausreichen oder zumindest werden die verwendet und die, mit denen kann man schon vieles finden. Mike Sperber hat geprüft, ob die Mengenvereinigung assoziativ ist, also hat nicht überprüft, ob es wollte eben Mengenvereinigung implementieren, hat aber nicht überprüft, ob es tatsächlich die Mengenvereinigung macht, aber er hat zumindest überprüft, ob die Operation, die er da implementiert hat, das Assoziativgesetz erfüllt. Und da hat er in seinem Beispiel, in seinem Demo, in dem Talk eben einen Fehler schön aufzeigen können, der dadurch aufgedeckt wurde, dass eben das Assoziativgesetz nicht erfüllt ist. Ja, und bei dem Talk über das Binary Fuzzing überprüfen die einfach nur, ob keine Buffer-Overflows vorkommen. Also die überprüfen überhaupt nicht, ob die Outputs stimmen oder sonst was, sondern nur, dass keine Buffer-Overflows vorkommen. Und das, viele Programmierfehler offenbar äußern sich dann später in Buffer-Overflows. Und die Frage ist, was können wir da in Forf machen? Eine Sache, die mir einfällt, was man auf jeden Fall machen kann und was der Bernd schon irgendwann mal gesagt hat, was ihm fehlt, ist einfach nur überprüfen, ob die Stacktiefe stimmt. Also Stacktiefenüberprüfung ist eine einfache Erwartung an den Output, die man im Vorfach leicht überprüfen kann. Aber vielleicht können wir noch ein bisschen mehr überprüfen. Man könnte sowas wie Stack Canaries einsetzen, dann halt irgendwelche Word Canaries. Das heißt, dass man zwischen Wortdefinitionen und zwischen Datenstrukturen bekannte Bitmuster setzt und bei jedem Next-Aufruf guckt, ob diese Bitmuster noch die sind, wie gewünscht. Dadurch erkennt man, ob irgendwo über Grenzen geschrieben worden ist.
Ja, das ist dann so ähnlich wie eben das, was die mit dem Buffer-Overflow überprüfen, ja? Ja. Und das könnte man eigentlich im Compiler automatisiert machen, dass der bei jeder Definition vorne und hinten Bitmuster schreibt und im Next die Bitmuster prüft. Das ist natürlich bei der Prüfung ein Overhead, aber da wird man solche Sachen finden. Ja. Gut. Ja, wenn ihr noch irgendwann, also wenn euch später noch was einfällt zu dem Thema, also lasst es mich wissen oder wir können ja jetzt dann vielleicht auch ein bisschen Workshop. Ja, also Zusammenfassung, Testen ist eben eigentlich noch immer in der Softwareentwicklung die dominierende Qualitätssicherungsmaßnahme. Das Testen sollte systematisch gemacht werden. Ich habe erzählt über Unit-Tests, über Regression-Tests und eben insbesondere, was ich denke, wo wir in Forf dann noch ein bisschen eben arbeiten sollten, was eben, wo die anderen uns inzwischen überholt haben, ist eben das Thema Fast-Testing. Ja, Dankeschön. Und ja, Fragen, Kommentare und so weiter. Hat eigentlich jemand mal den StackDepth-Tester vom Uli im Einsatz verwendet? Weil ich kann mich erinnern, er hat relativ früh schon so einen Vortrag gehabt und ich habe das dann aber nie verwendet, zu meiner Schande. Hat das jemand anderes mal benutzt? Ja? Wo? Mein Programm läuft einfach mit und dann haut er mir auf die Finger, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Das ist ja, aber wäre es bei dem nicht auch total einfach, den für zum Beispiel Floating Point Stack zumindest mal erweitern, dass du so ein ganz primitives Type-Checking dabei hättest? Ja, kann man machen. Und da ist auch, glaube ich, auch, das, nein, das ist nicht der Force-Nette Stack-Gap-Tester, glaube ich. Nö, das könnte ich einmal drauf tun, das ist wahr. Das wäre, glaube ich, ganz nett, dass du die Sichtbarkeit erhöhst von dem, weil ich habe mich oft gedacht, der wäre so ein gutes Add-on zu den ganzen Tests. Und andere, was ich noch sagen wollte zu den Tests, die meisten CI-Systeme, die haben dann noch so ein Topic mehr oder weniger drüber, ja, dass ich dann, also so eine Überschrift, was teste ich jetzt? Hast du dir Gedanken gemacht, wie du maschineller testest? Also nicht jetzt einfach nur Testnummer 473.012 hat fehlgeschlagen, weil der Input 17 ist, sondern eben beim Testen von Floating Points, Unterpunkt Floating Point Operators, gab es 3 Fehler hier. Das ist eigentlich, also das HACE-Framework hat eigentlich schon Kapitel-Dinger drinnen. Man könnte das im Output ist es im Moment nicht so, aber man könnte die Dinger, die es da gibt, schon in die Richtung verwenden. Aber im Moment, also wird bei mir zumindest, ich lasse mir einfach nur ausgeben, dass eben welche Inputs bei welchem Testfall, also welcher Testfall fehlgeschlagen ist. Ist ein bisschen dürftig, noch ein bisschen besser. Also was mir am meisten fehlt ist, eben ich sehe dann, welche Werte erwartet wurden, aber ich sehe nicht, welche Werte rausgekommen sind. Und das könnte man vielleicht noch ein bisschen besser machen. Das, die andere Geschichte, ich weiß nicht, das ist vielleicht für Leute, die Test-Driven Development machen, interessanter, dass die eben, die haben ja da tausende Tests, wo sie noch nicht wissen, wie viel sozusagen von ihrer Funktionalität sie schon implementiert haben oder so. Da ist eben sowas interessanter. Wenn man es eher als Regressionstest verwendet, dann ist jeder Test, der Fehlschlag, ein Problem. Dann ist es einem nicht so wichtig, dass man sagt, okay, da 50 Tests kaputt und da 30 Tests. Ich finde das 50-30 dann spannend, wenn du irgendwas kaputt machst, was dann eine Kaskade von Fehlern auslöst. Weil du dann ungefähr eine Idee bekommst, okay, es sind alle Floating-Point-Sachen kaputt, wahrscheinlich habe ich die Stacks nicht geladen und habe einen anderen Fehler drauf oder sowas dann halt. Aber schön, dass der Erich da einen Input gegeben hat zu dem Thema, ja? Also der HACE-Tester, der hat ein Wort Testing
Genau. Das ist ein entsprechender Kommentar. Da sagst du Testing Stack Operators und dann gibt er dir einfach das aus. Das wird ziemlich einfach gemacht. Und dann hast du einfach eine Liste von Dingen, die getestet werden. Ich will morgen ein bisschen was. Ihr wollt wirklich diesen Haze-Tester verwenden und nicht versuchen, den auch nachzuprogrammieren mit Force. Der Haze-Tester ist ein Force-Programm. Achso, dieses Curly Braces mit T-Haze ist oder wie? Ja, das hat ein bisschen mehr Syntax als nur dies. Ah, okay. Ich verwende immer nur die T-Braces und es gibt eigentlich mehr davon. Genau, es gibt noch ein bisschen mehr Syntax. Genau. Ja. Ich werde morgen ein bisschen was über ICE erzählen, Interpret, Compile, Execute, und das ist natürlich eine tolle Sache, weil man kann Definitionen machen, man kann seine Tests direkt dahinter schreiben und dann kann man wieder Definitionen machen, und wenn man das Programm lädt, dann wird definiert und es werden die Tests ausgeführt und es wird sie laden und am Ende habe ich meine Anwendung, aber sie ist beim Laden schon getestet worden. Das ist also total gut und das benutze ich ziemlich viel. Und deswegen ist es wichtig, das haben wir im Chat auch gerade diskutiert, wenn ich temporäre Definitionen machen muss für die Tests, wie werde ich die eigentlich wieder los? Ah, nur für die Tests war die Idee davon, alles klar. Ja. Das habe ich gesehen. Weil die Tests sind einfach zwischendrin und deswegen muss ich sie loswerden, weil ich will die ja in Endanwendung gar nicht haben. Was beim Haze-Tester noch fehlt, weil das nicht portabel machbar ist, sind so Sachen wie I.O., also wenn man irgendwas als Output haben will, dass man das dann auch direkt testen kann. Weil im Standard-Force gibt es ja keine IO-Redirection. Also man kann nicht einfach dafür sorgen, dass Type und Image in Buffer gehen. Das, ja, aber in T-Force geht das ja inzwischen. In T-Force geht es. Und eigentlich sollte man den Tester mal so aufbauen, dass er das dann auch schafft. Wir machen zum Beispiel bei unseren Regression-Tests immer noch die Outputs mit Diff, damit wir diese Fehler finden. Ja, aber da würde ich das gleich standardisieren und nicht nur in GeForce machen wollen, muss ich ehrlich sagen. Wenn du da ein vernünftiges Syntax gleich hast, wo du sagst, okay, ich schalte jetzt hier auf den Output-String um und vergleiche das dann. Ich glaube, das wäre schon. Aber du kannst auch das String execute machen. Ja. Und dann landet das im String und dann kannst du mit Compare die Strings vergleichen und dann hast du auch dein Ding auf dem Stack und das kannst du dann testen. Also genau, und das String Execute kann man ja auch mit Gen.io programmieren zum Beispiel. Ist ja auch kein Thema. Okay. Das muss halt dann da sein, genau. Wenn String Execute da ist, kann man das so machen. Ja, aber wenn man es nicht hat, dann kommt also ein Thema dabei ist halt, dass der Haze-Tester und eben auch der adaptierte Haze-Tester, also der mit dem T und den geschwungenen Klammern, die versuchen, mit Core-Warten auszukommen. Also da beschränkt man sich noch auf mehr als nur den Standard. Und also von daher ist man dann ein bisschen weit weg davon, solche Features zu verwenden. Ja. Der Andrew Reed, der ist auf eine interessante Idee gekommen, nämlich den Stack-Vergleich dadurch zu machen, dass er quasi einen Hash von den Stack-Werten macht und guckt, ob der gleiche Hash vorher und hinterher rauskommt. Da muss man sich nicht den Stack merken, sondern verdichtet den auf eine Zelle und das macht man hinterher auch und da kann man es nämlich auch auf dem Embedded System einfach machen. Das kann in einem kleinen Mikrocontroller einfach passieren. Also insofern, also im STM8 kann das auch ablaufen. Und der Aufwand, den man dafür treiben muss, den Tester zu definieren, der ist wirklich sehr überschaubar. Jo, weitere Fragen oder Kommentare? Bei Airbus wird ja gerne gefragt. Du hast The Thinking Force gefragt, das war so auf meiner To-Do-Liste, was man mal für das Thinking Force noch als zusätzliches Kapitel reintun muss, ist das Testen. Weil das kommt nicht vor. Also bei Airbus wird ja mit DOS die Spezifikation geschrieben und DOS generiert gleich auch die einzelnen Testroutinen oder was getestet werden muss. Das ist aber kein Fuzzy-Testing dann wahrscheinlich.
Nein, nein, das kommt, jedes Requirement muss getestet werden. Mehr ist das eigentlich nicht. Ja, also zu Fuzzy-Testing, meines Wissens, die erste Stelle, wo man da hingeht, ist dieser American Fuzzy Lob. Da gibt es Artikel auf lwn.net, da gibt es Vorträge auf der FOSDEM vor vielleicht 3 Jahren. War da mal ein Testing-Track, einen ganzen Tag. Und letztlich, was die machen, ist, sie instrumentieren die Branches. Dann wird eine Eingabe, die normalerweise durchläuft, das bringt der Programmierer mit, das ist sozusagen das Seed. Und dann der Fuzzer-Test selber geht dann gucken, durch welche Branches läuft er. Und der tut das Input dann dahingehend verändern, dass er durch alle Branches, durch alle Codepfade mindestens einmal durchkommt. Wie das da im Hintergrund alles organisiert ist, das weiß ich nicht, aber das ist das grundsätzliche Verfahren. Und man geht dann halt auch an die Grenzen immer schön, dass Werte von plus 127 nach minus 128 rumschnappe und so irgendwas. Ein Problem, was ich tatsächlich sehe, wenn man das versucht, in Force zu machen, ist, dass ein Force-System so schnell crasht. Was macht man dann? Also falsche Parameter, falschen Operator, dann ist normalerweise Feierabend, der Prozess ist weg. Ja, Test nicht bestanden, fertig. Also, ja, aber... Das Input, was zu diesem Crash geführt hat, das wird immer sauber schön aufgeschrieben in der Buchhaltung. Also es gibt da 2 Varianten. Das eine ist, also wenn es eine Exception produziert, das kann man ja gut abfangen mit Catch, also zumindest in GFORF. Andere FORF-Systeme sind da, glaube ich, ein bisschen weniger, also erlauben ein bisschen weniger Kontrolle. Aber ein böseres Problem ist, wenn man sich irgendwas überschreibt, was dann den weiteren Test zerstört. Eventuell will man eben im Test definieren, wohin der Test schreiben darf. Gut, aber man könnte auch einen eigenen Test-Environment schaffen, wo du einfach eine neue Wordlist anlegst, einen Catch-Handler definierst und dann kann eigentlich relativ wenig schief gehen. Oder vielleicht sogar noch einen Marker davor setzen oder sonst. Also wir haben schon die Board-Mittel dafür, wir bräuchten eine Syntax dafür, oder? Ja, na, die Frage ist, wenn irgendein wilder Store passiert, ne? Das muss man dann irgendwie, muss man das Store irgendwie, und ja, alles, was in den Speicher schreibt, muss man dann eben verhindern, dass es das tut. Oder eben überprüfen, ob das die Adresslage passt. Also das ist dann sicher noch einiges an Aufwand, das im System hinzukriegen. Oder alternativ, man lässt eben das Vorsystem abstürzen und startet es halt dann neu. Dann weiß man, okay, es ist was passiert, der Testfall, der war offenbar nicht in Ordnung. Ja, ja, wenn es dann immer so einfach wäre. Also GeForce hat auch manchmal die Eigenschaft, einfach nur 100% CPU zu ziehen und nicht abzustürzen. Ja, dann rufst du es mit GeForce minus minus die und Signal auf, dann passiert das nicht. Ja, dann genau. Die Frage dann ist noch mit dem Abstürzen bei Unit-Tests, ob die Units nicht so definiert sind, dass sie Garbage in, Garbage out erlauben. Also sagen, der Input muss bereits gewissen Bedingungen genügen und das ist normalerweise der Fall. Und ein Fast-Testing macht man ja üblicherweise für so die Sachen, wo die Inputs von extern kommen. Da kann man sagen, ja, da ist der Input nicht irgendwie, hat keine Bedingungen,
Aber wenn die Inputs von innen kommen, wenn man das als Unit-Test macht, dann kann man das schon voraussetzen. Genau. Das klingt dann eben nicht so einfach. Genau, das ist eben das Thema, was ich hier angesprochen habe, dass man dass eben nicht alle Inputs sinnvoll sind, eben wenn man es als Unit-Test verwendet. Ich meine, für irgendwie Dinge, die nach außen, also für das Interface hin zu nicht vertrauenswürdigen Kommunikationspartnern muss man schon alle Inputs testen, aber für programminterne Dinge nicht. Und es ist auch nicht sinnvoll, weil man dann in die interessanteren Fälle, da kommt man dann nie dazu.